Jetzt wird gezockt. Zumindest so würde Steve sagen. Denn wir spielen wieder Overwatch. Es ist wieder soweit. Und wir spielen Diva im Angriff. Wir spielen wieder ein normales Spiel, kein Ranked, was vielleicht daran liegt, dass ich irgendwie heute noch nicht schlafen konnte. Es ist jetzt 10 Uhr morgens. Also ich habe versucht zu schlafen, Leute, wirklich. Mein Schlafrhythmus ist noch ein bisschen kaputt. Das muss bis nächste Woche auf jeden Fall wieder gefixt sein. Heißt, ab nächste Woche wird es vielleicht auch generell wieder besser mit, mit meinem Upload. Hanamura im Angriff. Wir trollen einfach mal hier ein bisschen, Leute. Ach, ich trollen ist richtig in meinen Wortschatz übergegangen. Gegen eine Mai wollen wir als Diva einfach nichts machen. Deswegen schwimmen wir wieder weg. Wir schwimmen durch die Luft. Wir echte Diva. Und laufen wieder auf den Punkt. Dann ärgern wir hier wieder ein bisschen Mai, die uns erwischt hat, was sehr ärgerlich ist. Dann schießt sie wieder auf uns. Ah, das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht echt nicht gut aus. Aber es sind die alle bei mir. Heißt, meine Verbündeten sind vielleicht auch bei mir. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch den Lucio oder so tot. So wie das gerade aussieht. Okay. Sehr geehrter Herr Reinhardt. Eigentlich ist es gut, wenn Reinhardt nicht beim Team ist, sondern bei mir. Heißt, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, was hier gerade passiert ist. Ich habe mittlerweile auch wieder meinen Mech. Ich muss nur aufpassen, dass der sehr geehrte Herr Sniper, der eigentlich ein Cowboy ist, der hat so eine Findungskrise. So, ich schieße mal den da runter, in der Hoffnung, dass mein Team irgendwie zur Verstärkung da ist. Und dann versuchen wir in der Zeit... Ja, perfekt. Oh, das war eine richtig schöne Tracer-Mine. Wir haben den ja richtig wegbekommen. Und irgendwie bin ich doch gerade recht munter dafür, dass ich einfach echt überhaupt nicht geschlafen habe. Oh, oh, das war echt nicht gut. Oh, danke, du hast mich gerettet, Schweini-Man. Ich bin dir dankbar bis ans Ende meines Lebens. Oh, da kam die Abkühlung noch durch, aber den Punkt haben wir trotzdem. So, und Zendiata könnte mich in der Theorie jetzt ziemlich wegsnipen. Ein... Hallo? Was war denn da? Was war denn da? Oh, ist tot. Hä? Warte, was liegt da? Hallo? Hanzo? Du bist doch kein Roboter. Genji ist der Roboter, nicht du. Und Roboter lösen sich auch nicht in keine Ahnung was, in Partikel auf. Auch wenn das Roboter sind und die bestimmt hacken können, ihre Leiche weghacken. Relife-Hack. Da gibt's ja... Ist ja beliebt genug mittlerweile. Ich versuche hier mal von weiter weg ein bisschen mitzumischen. Weil da rein würde ich ehrlich gesagt gerade... Oh Gott, ich bin hier... Hier echt nicht an der guten Position. Okay, Leute, wir haben die Kugel auf uns, ist aber kein Problem. Zack, Kugel weg, Kugel weg, Kugel, ja, Kugel weg. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier hoch um die Ecke und schauen, was wir machen können. Wir haben unsere Ulti, heißt, wir haben ein doppeltes Leben. Irgendwie habe ich immer noch so Kommentare, Maudado, warum benutzt du deine Diva-Ulti so komisch einfach mitten im Kampf? Hä? Die kannst du doch werfen, dann funktioniert alles besser. Erstens, mittlerweile ist es mit Werfen nicht mehr ganz so OP. Also es geht schon noch, aber man muss es anders timen als früher. Es geht nicht direkt mal los. Und zweitens, wenn ich den Mech über die Kuh explodieren lasse, dann habe ich einen zweiten Mech, den ich anfordern kann. Das ist eigentlich so eine Grundmechanik, aber irgendwie muss ich die trotzdem noch erklären. Heißt, wir sprengen den jetzt und kriegen dadurch ein zweites Leben. Die Stunde. Wo ist die Stunde? Wo ist Unge? Wir wurden zurückgeschlagen. Ich muss mich zurückziehen. Bitte nicht! Oh. Helden sterben nicht? Warte, wurden unsere Leute wiederbelebt und ich bin geflohen? Nein, Leute! Okay, und unsere Leute haben sich jetzt auch zurückgezogen. Ich versuche noch, irgendwie zu helfen. Oh Gott sei Dank. Er wollte gerade noch seine Ulti benutzen. Aber wir haben geholfen. Ist alles kein Problem. Gell, Reinhardt, pass mal aufs Medipaket auf. Das werden wir uns nämlich jetzt einfach mal schnappen. Haben wir einen Heiler? Wir haben auch keine Heiler. Doch, wir haben Mercy. Ich will, die hat ja auch Helden sterben nicht gesagt. Fällt mir da gerade wieder ein. Hallo. Danke für die Doppeltötung. Und die kommt bestimmt hier durch. Hallo Reinhardt. Wir haben gewonnen. Okay. Gut, irgendwie habe ich das Spiel nicht so viel gemacht. Aber das war doch ganz lustig, oder? War's funny, Leute? Peace and out, sage ich da. Eure Diva. Oh, ich hab nicht mal einen Genshin mitbekommen, Leute. Wie gesagt, wenn ich etwas, wie sagt man das heutzutage, Hirntod? Ich meine natürlich Braindead wirke. Muss man ja alles Englisch sagen, sonst ist es nicht halb, so. Oh, okay. Das sah doch ganz cool aus, muss ich sagen. Wir hatten einen Besten im Angriff. Impressing, muss ich sagen. Wenn ich noch etwas Hirntod bin, dann tut mir das leid.
Oh, wir sehen uns in der Rückrunde, auch wenn die Hälfte des gegnerischen Teams verlassen hat. Leider keine Rückrunde als Verteidiger auf Hanamura, dafür spielen wir aber nochmal lieber. Also alles Schillimini, erstmal ein bisschen angeschossen werden, ist aber kein Problem, wisst ihr, wir gehen hier vor. Zack, mein Team steht bestimmt hinter mir und nutzt es aus, was ich hier mache. Oder auch nicht, ich laufe einfach mal hier dran vorbei, wisst ihr. Zack, haue ich einfach mal hier, war richtig schlau hier vorzulaufen. Habe ich irgendjemand von meinem Team? Oh, ich habe tatsächlich Leute von meinem Team hier dabei. Allerdings bringt mir das nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ich hätte die ganze Zeit... Oh doch, der Affe! Der Affe bringt mir richtig viel, Leute. Wir haben den Affen dabei, alles ist super. Warum fliege ich die ganze Zeit durch die Diva durch? Ich will die pinke Haarfrau. Ich hab die pinke Haarfrau. Ach man, Leute, ich bin nicht ganz klar im Kopf, muss ich sagen. Ach, nee, ich bin nur ein bisschen müde, Leute. Ist alles super. Ist alles super. Wir haben die pinke Haarfrau getötet. Das ist eigentlich immer was Gutes. Wenn man die pinke Haarfrau tötet, dann hat man eigentlich alles erreicht. Also wirklich alles erreicht im Leben. Und wir konnten dadurch anscheinend pushen, was ja auch eigentlich was richtig Gutes ist. Also alles im Allen. Dann macht es mein Team einfach. Wisst ihr? Hier, pinke Haarfrau. Zack, sage ich Hallo. Nee, blöder Laser. Dann zack, zack, zack. Und tot. Perfekt. Oh, nee. Und jetzt steigt die da wieder ein. Oh. Okay, jetzt haben wir es irgendwie geschafft dadurch. Hey, wo ist er? Da ist er. Aber weißt du, eine Explosion hält er trotzdem nicht auf. Okay. Ja, die Explosion gedodged. Wo waren die Stunde? Oh, okay. Irgendwie hat es mein Team wieder gemacht. Aber ich habe den meisten Schaden im Team gemacht. Ja. Dadurch, dass ich von Ender gebufft wurde. Also der Ender-Buff ist echt... Also ich muss sagen, der Ender-Buff ist auf Tanks echt richtig krass. So, haben wir mal ein bisschen davon abgefangen hier. Brauchst du erst gar nicht schießen, weißt du? Überall die Kugeln doch für dich. Ich komm, ich hasse dich. Egal, Frau. Der Hass ist real, Leute. Ich krieg die wieder. Ich hab sie wieder bekommen. Booster eingeschalten und du gehst da runter. Runter. Und zack. Und ja, perfekt. Da habe ich Unterstützung geboten. Und du steigst da aus. Und dann stirbst du auch noch am besten. Weißt du, die was mag ich eigentlich, aber du musst trotzdem sterben. Ich bin gerade echt nicht glücklich, habe ich das Gefühl. Leute, wenn ich müde bin, werde ich wohl aggressiv. Dann werde ich zur Diva. Na, Leute, sei wie häufig ich diesen Witz in den Kommentaren gelesen habe. Oder du isst doch mal den Schokoriegel mit dem Namen XY. Ansonsten... Nee, immer Diva. Irgendwitz. Ich bin zusammengekommen. Das ist ein bisschen peinlich, muss ich gerade sagen. Aber. Holo. Oh, guck mal, haben wir. Oh, pinke Haarfrau. Mach doch dein Schild. Warum machst du nicht dein Schild? Ah, da ist es ja. Aber jetzt ist es zu spät. Ich bin ein frech Dachs. Und da wird gekämpft an diesem Punkt. Und die Ender stirbt jetzt. Du gefälligst. Ich hab mich nicht einstochen lassen. Zack. Oh. Nein, nicht schlafen legen. Oh Gott, ich treff nicht. Oh Gott, sie hat zu viele Prozente, sie kriegt mich. Oh, das war aber weit weg. Och nee, ich habe mein Team sterben lassen. Ich habe die einfach hinten gelassen und irgendwas hat die getötet. Ich hätte hinten bleiben sollen. Ach, das ist immer richtig doof. Also da fühle ich mich immer richtig schlecht, wisst ihr? Wenn ich von meinem Team wegrenne und es mich eigentlich gerade hinten braucht zum Peelen. Und dann sind sie tot, wisst ihr? Das ist dann immer, da habe ich immer wie für immer. Oder weißt du, du hast es komplett verkackt. Du hast einfach komplett verloren. Ah, Ena ist hinter mir. Ena kann so krass heilen. Das ist echt teilweise überhaupt nicht mehr feierlich. Wie krass viel heilen kann. So, bleiben wir erstmal auf der Fracht. Okay, das war nicht schlau. Wir haben den, glaube ich, mit unserer... Aber kriegen wir da... Ja, dadurch haben wir einen Endpunkt bekommen. Ich wollte meinen Mech da genau in der Sekunde auch reinschießen. Um die Leute, die respawnen, abzufangen. Hat vielleicht ein bisschen nicht funktioniert. Vielleicht bin ich einfach gestorben.
Aber war doch ganz cool, Leute. Es war in Ordnung cool. Oder? Was sagt er? Ja, Mordor, das war super. Spiel weiter so. Danke, Leute. Oh. Okay. Da steht er wieder da oben. Wow, längste Killstreak im Spiel. 13. Aber wisst ihr, am liebsten hätte ich unsere Anna geliked. Die hat mir richtig gut gefallen. Gut, Leute, dann würde ich aber auch sagen, war es das schon. Das Video ist etwas kurz. Ich kann es nur erneut versprechen oder versuchen. Ich sag's zumindest, jeden zweiten Tag soll es Overwatch geben. Ab spätestens in nächster Woche sollte es funktionieren. Eigentlich ab jetzt auch. Ich hoffe es zumindest. Am Freitag gehe ich zu meiner Familie, falls es jemand interessiert. Tschüss! Wow, Mordado. Random Information.